Hans Siegel, enthüllt. Jetzt spricht er über seine geheime zweite Familie. Hans Siegel ist privat mit seiner Susanne und der gemeinsamen Patchwork-Familie überglücklich. Doch nun sprach er über seine geheime zweite Familie. Dr. Martin Gruber und die Liebe? Das ist und bleibt ein spannendes Thema. Anders als seine Paraderolle als der Bergdoktor, Donnerstag 20.15 Uhr, ZDF, hat TV-Star Hans Siegel, 54, sein Glück längst gefunden. Im Mai 2008 sagte er ja zu seiner Susanne, 56. Doch neben seiner Bilderbuchehe als glückliche Patchwork-Familie gibt es da noch mehr. Ganz ehrlich und offen hat der Schauspieler über sein geheimes Doppelleben gesprochen und über seine zweite Familie ausgepackt. Hans Siegel, sein heimliches Doppelleben. Ja, Hans Siegel hat ein zweites Leben, nämlich am Drehset. Voller Wärme spricht er im Podcast vom Reporter auf seine zweite Familie angesprochen über seine Bergdoktorkollegen. Für die aktuelle Staffel liegt ein herausfordernder Marathon aus 140 Drehtagen hinter ihm. Mit Menschen, die Hans mehr bedeuten und näher stehen, als man es geahnt hat. Für mich persönlich ist es eine großartige Zeit, so Siegel über das intensive Zusammensein am Wilden Kaiser. Am Set fühlt er sich wie daheim. Ich bin fast jeden Tag dran, die Kollegen müssen mich dann jeden Tag aushalten, sagt er lachend, aber das, glaube ich, geht ganz gut. Hans weiter, ja, ich bin da viel dabei natürlich, das ist das Los der Hauptfigur, des Hauptdarstellers, und es gehört dann einfach zum Leben, das ist das zweite Leben, was ich da führe, letztendlich. Und es ist ein schönes Leben, voller Spaß, guter Energie und Höhepunkte. Zusammenhalt wird in der Bergdoktorfamilie großgeschrieben. Über die Jahre ist die Crew fest miteinander verwachsen, echte Freundschaften zu Mark Keller, 58, und Co. sind für Hans entstanden. Man kennt sich natürlich, kennt jede Eigenheit, jede Vorliebe und man spürt im Laufe der Zeit auch Veränderungen. Bestes Beispiel, das Großwerden von Filmtochter Ronja Forcher, 27, das sie als Filmfamilie zusammen erleben durften. Siegel enthüllt, dass am letzten Drehtag immer etwas Wehmut herrscht. Er in Drehpausen Kontakt zu seinen Lieben hält. Man gemeinsam dem Wiedersehen in den Bergen entgegenfiebert. Dass seine heimliche Zweitfamilie so wichtig und wertvoll für ihn ist, hätte man nicht gedacht.